Ich bin happy. Weißt du warum? Sun is shining on me. Da, wo du gefilmt hast, wo du gegen die Fensterscheibe gelaufen bist. Ja. Oh no. Falls ihr es nicht mitgekriegt habt, meine lieben Freunde. Laura hat Muskelkater im Arsch. Mal jetzt MTV Cribs machen. Ja. Krebs. Sag halt mal was. Sie sprach verschlagen, ich habe als Geschäftsmann gerade großes Geschäft gemacht. Gain to the motherfucker. Let's go. Peace it out, man. Oha, auf Titte, oder? Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, denn ich spiel keine Rolle. 3, 2, 1, go. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Ich bin ja mal wieder für euch im Start. Und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem motherfucking YouTube-Channel. Sun is shining, man. Wir sind immer noch in Tulum natürlich. Und zwar werde ich jetzt einfach mal mit dem Scooter nach Aldeazama fahren, da wo ich am Anfang gelebt habe, wo ich das erste Mal in Tulum war, das erste Long-Term-Apartment. Weiß ich nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, aber da habe ich auf jeden Fall gewohnt und das war ein Ort, der mir sehr gut gefallen hat. Deswegen werde ich da jetzt einfach spontan mit dem Scooter hinfahren und einfach mal anklopfen und fragen, ob da irgendwelche Wohnungen frei sind. Das ist schon geil hier. Also das kann man auf jeden Fall so tun. Und letztes Mal habe ich sogar so eine Wohnung gefunden. Deswegen, wir bleiben gespannt. Vielleicht fahre ich auch noch mal kurz bei Laura vorbei und zeige euch die Unterkunft von der Laura. Die wohnt nämlich genau auch in Aldeazama und hat anscheinend ein richtig geiles Apartment. Ich bin gespannt. Ich nehme euch natürlich mit. Ich habe mir gedacht, ab und zu auf jeden Fall die Vlogs anschmeißen. Ist nicht verkehrt. Schreibt auf jeden Fall einen Kommentar. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert vor allen Dingen auch den zweiten Kanal, Leon Love Vlog Highlights. Ich werde auch hier in Tulum fast jeden Tag live gehen. Deswegen checkt Twitch ab und Leon Love Vlog Highlights. Yes. Ich bin happy. Weißt du warum? Sun is shining on me. Ich küsse euer Herz. Wir sehen uns später. Let's go. Scooter ist natürlich auch wieder am Start. Der war ja anderthalb Jahre auch bei der Justine gestanden. Und den habe ich da halt nicht wirklich benutzt, beziehungsweise Justine hat den nicht benutzt. Deswegen ist die Batterie leer gegangen. Da ist die Batterie drin, die musste ich gestern austauschen. Aber jetzt funktioniert der wieder eigentlich ganz gut. Ich müsste den aber auf jeden Fall auch nochmal sauber machen. Den habe ich damals gekauft für ungefähr 1000 Euro. Ist ein richtig gutes Ding eigentlich. Fährt so 110, 120 km/h. Ich wollte nur zeigen, das hier ist La Valletta, da wo ich auch gerade lebe. Und da vorne, wo das Schild ist, nach links, da geht es nach Aldeazama, da wo ich quasi hin will. Und ja, Mann, das wollte ich euch kurz sagen. Das sind auch die zwei Areas, die ich euch empfehlen würde. Meine zwei Lieblings-Areas, La Valletta und Aldeazama. Checkt es auf jeden Fall ab. Bugger it out, man. Bis gleich. Guck mal, wo ich hier bin, Freunde, Digga. Wer kann sich erinnern? Das war mein allererstes Hotel, wo ich hier war für die ersten zwei Wochen. Eine Woche oder zwei Wochen, ich weiß nicht. Also alle, die wirklich gut Kern-Community sind, die wissen ganz genau, da oben ist ein Gym. Und Laura hat damals für mich ein Instagram-Live-Video gefilmt und ist dann gegen die Tür gelaufen, weil sie nicht gesehen hat, dass da eine Tür ist, Digga. Ey, wenn ich das noch finde, blende ich das jetzt hier ein. Geil. So, die Palmen. Das reicht schon. Ja, okay. Ey. Ich weinst du? Nein, mit Helm, ja. Bro, behalt den Helm lieber. Behalt den Helm einfach den ganzen Tag an, scheiß drauf. Ist auf jeden Fall auch ein cooles Ding, aber ist eher so hotelmäßig. Ich fahre jetzt mal da durch, da habe ich auch mal gewohnt mit meinem Roomie, mit der Argentinierin. Und frag da mal nach, ob die eventuell irgendwo noch eine Wohnung frei haben, Leute. Ich nehme euch mit, falls es irgendwie eine geile Wohnung gibt oder so, zeige ich dir euch auch natürlich. Schreibt auf jeden Fall auch gerne unten in die Kommentare rein, was euch noch so interessiert, was Tulum und so angeht. Wie gesagt, ich kenne mich hier eigentlich schon relativ gut aus. Anderthalb Jahre ist es zwar her, wo ich hier war, aber ich habe hier ein Jahr gelebt. Let me know. Digga, ich fahre hier rum und denk mir nichts dabei. Auf einmal sehe ich einfach Justines Van, yo. Justine, what's up, Alter? Die hat mir erzählt, die ist jetzt gerade nach Cancun gefahren. Ich glaube, das ist Lauras Unterkunft, Alter. Was ein Zufall, Bro. Ich ruf mal Laura an, vielleicht ist die da, dann zeige ich euch mal Lauras Unterkunft, auf entspannt. Oh, shit, man. Was geht? Andere Seite, ich wusste gar nicht, dass man hier rein kann. Laura, it in, man. Na du?
Digga, ich fahre hier so auf doof, dann sehe ich auf einmal Justins Van. Du warst doch noch gar nicht. Nein. Was geht? Nein. Ist gut. Wie geht's, alles gut? Ja, ich trainiere, ich habe gerade trainiert. Stark, stark. Mal, zeig mal her deine Area hier. Oh no. Deine Ärmchen, stark. Ey, weil du hast mein Ding gesehen? Da, wo ich als erstes gewohnt habe? Da, wo du gefilmt hast, wo du gegen die Fensterscheibe gelaufen bist? Ja. Das ist ja hier vorne. Hab ich den eben erzählt. Oh Mann, das werde ich jetzt hier einblenden an der Stelle. Ich küsse dein Herz, Mann. Geil. Das ist das Ding hier, sagst du mal. Ich bin auf doof einfach hier durchgefahren, weil ich gerade nach Apartments gucke, weißt du? Ich habe gedacht, ich fahre einfach mal vorbei und frag die Leute so. Da oben? Machen die auch Monthly hier? Nee, ne? So, das ist der Code von Laura, falls ihr mal vorbeikommen wollt. Laura needs a man. I don't know. Ah, nee, Biggie. Das war Biggie, weißt du? Both. Hola. Hola, hola. Du kannst ja sie mal fragen. Ob sie mit mir zusammen sein will? Oder was mit dir haben will? Gott, was meintest du eben? Du hast doch gesagt... Only Bass, Bro. Ah, so. Sag doch vorher. Aber Biggie ist doch noch auf der Suche, oder? Biggie ist auf der Suche. Aber die Biggie ist jetzt gerade... Out of order? Die ist die kann nicht. Falls ihr es nicht mitgekriegt habt, meine lieben Freunde. Laura hat Muskelkater im Arsch. Gut. Nee, ich meine, die Laura hat... erzähl mal ganz kurz. Mit Bülent... so eine TV-Show gemacht mäßig, ne? Ja, ja, BubbleNet. BubbleNet, wo kann man das sehen? Im SWR und online in der ARD-Mediathek. Stark. Aber es ist jetzt, die letzte Folge war schon letzte Woche. Ja? Sechs Folgen. Also ist jetzt over, aber man kann sich noch reinziehen. Zieh den, man. Wie heißt es? BubbleNet, gell? BubbleNet. Lang. Mal kurz die Biggie raushängen los. So, so. Dann mal jetzt MTV Crip machen. Ja, mach mal MTV Crip, aber mit Biggie. Ah, jetzt zeig mal den Code. Nee. Ja, zeig mal den Code. Ich mag Hafe nicht. Wir sind von MTV Cribs. Oh, MTV Cribs, endlich. Sie sind doch die Biggie, oder? Sieht gut aus. Ah, jo. Ich muss mal schnell den Top machen. Mach dir mal den Top, Lange. So. So, zeig mal dein Apartment hier. Wir haben gehört, das Sie haben... Das ist meine Küche. Okay. Wo bin ich den ganzen Tag, gell? Ich hab keine Möglichkeit. Die Männer, wenn ich erzähle, ich stehe in der Küche den ganzen Tag. Also, das ist die Küche. Ja, geil. Euge Kraft haben wir nicht gesehen. Guck mal, sind in der Küche rum. Gell? Schön hell, gell? Es ist super. Geil. Sagst du ehrlich? Guck mal, was für eine Schelle ist die. Krass, Digga. Was für eine schöne Dekoration wir da haben. Das ist fucking Luxury, Bro. Schick, ah, jo. Tschüss. Geil, geil. Aber teuer bestimmt. Hier zahlst du bestimmt 30.000 Pesos im Monat. Im Monat? 30, 40. Weiß ich nicht, kann sein. Ja, ja, 2.000 Dollar bestimmt. Ja, geil. Ja, das kann wow. Digga, das ist hier, das ist ein Luxus-Crib. Ich schwör dir. Wenn ich sowas hätte, aber wäre krass zum Streamen und so, Digga, da würden bestimmt noch mal 1.000 Mal mehr Leute einschalten, wenn die so einen Hintergrund sehen würden. Ich bin auch am Start und so, auch voll gut. Ey, geil. Also kann ich auch? Kannst du waschen kommen? Ja, jo. Alles doch, klar. Einmal muss ich, auf jeden Fall. Einmal, muss ich. Das mein Onkel, das ist das Reich meines Onkels. Mein Onkel ist, glaube ich, gerade auf Toilette. Das ist mein Messy Room. Stark. Sag mal, wie du schläfst. Lauf los, Digga. Machst du die fies von meinem Bett? Ich glaub, du spinnst. So. Du musst Querformat filmen, so. Ja. Hast du immer noch nichts gelernt, oder? Nee, Digga, sorry. Camera from. So. Auf jeden Fall schlaf ich so. Aber die Länge ist gut. Die Länge ist gut, gell? Ja. Hast du auch Queen-Size-Bett, also oder was? Also hier. Laura zieht in meine Wand. Dein Apartment ist doch auch süß, eigentlich. Ja, der Matratze ist so abgefuckt, ne? Ja. Aber ich sag dazu nichts, weil wir wollen nichts Negatives manifestieren. Nein. Alles ist gut. Ich bin Tulum ist toll. Genau. Da ist der Rolf. Onkel Rolf, sag ich mal Hallo für die Kamera, bitte. Rolf? Das ist der Rolf, das ist mein Pater, Onkel, gell? Sag halt mal was. Sag. Sie sprach verschlagen, ich habe als Geschäftsmann gerade großes Geschäft gemacht. Bester Mann. Das ist Monem, mein Lieben. Okay. Ja. Oh, dein Geschäft ist aber gut. Das Parfüm mal.
Okay, das ist es, gell? Das ist zeig ich mal noch, was haben wir da oben? Rooftop oder was? Rooftop. Rooftop. Ah jo, ich muss mich doch anpassen. Haben wir noch schon keine Türe daheim oder was? Entschuldigung. So. Laura, wir müssen auf jeden Fall auch noch zusammen irgendwas unternehmen gehen, gell? Irgendwann so, die nächste Woche oder so. Warte mal. Hä? Also ich wollte nach Cozumel. Ja, ja, so. Zu den großen Pyramiden müssen wir. Ja, siebte Weltwunder. Ich habe ja mitgebaut damals. Meine Seele zumindest. So. Ja, da müssen wir auf jeden Fall noch hin. Wir haben jetzt noch 2 Wochen, aber wir müssen mal gucken, dass wir das so ein bisschen planen. Voll. Ich will ein paar Vlogs für die Leute auf jeden Fall machen. Ein paar Vlogs müssen wir machen, ne Freunde? Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr Bock drauf habt. Geil. Okay, das ist das Rooftop. Ach übrigens, wenn wir schon dabei sind, schauen wir die Hose von Frères an. Die Jungs sind richtig cool, das sind 2 Brüder, die machen hier so ein bisschen. Ne? Mon Frères. Mon Frères. Aber das Gute ist, die machen gerade die Einnahmen, die denken gerade an die ganzen Erdbebenopfer in der Türkei. Ah, echt, ja? Ja, deswegen, stark. Kauft. Kauft! Frères! Frères! Kann ich verlinken, ich schick mal die Seite zu. Machen. Bam. Ja. Coolie Vibes. Vibes, ja, ist jetzt nicht so krass, ne? Aber ich meine. Nee, gell? Hätte ich mir jetzt auch krasser vorgestellt für das Apartment. Ja, kann nicht anders haben. Ah, ja, da guck mal. Ja, mein Onkel findet es gar nicht geil, weil der schwimmt gerne Bahnen morgen. Ja, jo, hier kannst du nicht machen, gell? Weiß ich nicht. Er sagt immer, das kleine war eine Badewanne. Bahn, Minibahn, ah, jo, ist auch. Geil! Yes, Freunde, das ist das Apartment. Erzähl mal, was zahlst du? Was hast du bezahlt? Hallo! Ah, für 17 Tage ist schon teuer. Ein sag doch! Für 17 Tage 1900 Euro. 1900 für 17 Tage. Ja. Heißt so 100 da, 100, 200, 300, 4 so pro Tag. Ja. Für 2 Leute, Dicker? Jeder Fuffi? Ja, ja. So, ich zahle für meine auch einen Fuffi pro Tag fast. Zu zweit ist easy. Ja. Voll. Ja. Aber du kriegst und da können ja auch da in aber für den Preis kriegst du die wahrscheinlich sogar im Mantel. Monthly safe, ja. Ist ja Airbnb, ist ja anders. Ja. Aber ich glaube auch, da können ja noch 2 weitere Leute pennen. Ja, auf der Couch, oder? Ja, und da ist wohl noch so ein kleines Zimmer. Meine Schulter fällt gleich ab. Ist das so? Ah, ja. Nee, ist einfach anstrengend, die ganze Zeit so die Kamera zu halten. Achso, dann wechsel doch den Arm. Ah, nee, ist die Schokoladzeit, gell? Scheiße aus. Die Schokoladzeit, die da, das geht nicht. Oh, nee, ist es die? Die ist die Schokoladzeit. Ah, ja. Wir sehen uns später, Freunde. Peace it out, man. Oha, auf Titte, oder? Yes, yo, Freunde. Wer kann sich erinnern hier? Wer kann sich erinnern? Hier habe ich gewohnt. Halbes Jahr lang oder so, glaube ich. Tribu, Tulum. Ist sogar offen, Digga. Wir können mal kurz reinsteppen hier. Step inside, motherfucker. Hola. Bien, y tú? Sogar derselbe Mitarbeiter noch. Crazy. Ich bin ja einfach mal so in so einem Kondo reingesteppt. Das sieht krass aus auf jeden Fall, Freunde. Scheiße, die Vibes sind crazy. Vibes. Vibe drin, man. Krass. Ich check mal hier ab, was hier läuft. Yes, Freunde. Gemütlich Tee am Start und hier auf Facebook gerade nach Wohnungen gucken. Kleiner Tipp auch an alle Leute, die eventuell hier in Tulum länger bleiben wollen, beziehungsweise generell in Mexiko. Ist eigentlich eine geile Option, direkt über Facebook Marketplace zu gehen. Da gibt es immer eigentlich ganz coole Wohnungen, die man direkt sich anschauen kann. Ja, als kleiner Tipp, Vesio. Ich habe jetzt mal bei ein paar Kondos meine Nummer gelassen. Die schicken mir Optionen zu. Yes, Laura will unbedingt an den Beach gehen. Ich wollte eventuell noch kurz trainieren. Und dann gehen wir eventuell später an den Beach. Nehme ich euch natürlich auch mit, Freunde. Be unique. Dabei ist alles. Bis später. Yes, Freunde, ich bin angekommen an meinem alten Gym. Evolve Gym. Jetzt wird das erste Workout durchgezogen in Tulum. Ich habe Bock auf jeden Fall. Ich bin motiviert. Die Gains müssen natürlich gesaved werden an der Stelle. Bald mal wieder auch mehr Fitness-Content für euch auf den Nacken. Für alle Leute, die eventuell einen Trainingsplan brauchen, die Hilfe brauchen, eine geile Form zu erreichen. Ich biete ja mittlerweile auch Online-Coaching an, beuniquecoaching.de abchecken. Das ist ein individuelles Coaching von mir, wo ich mich wirklich um jeden Einzelnen individuell kümmere, Trainingsplan mache, Ernährungsplan mache. Es gibt eine App, mit der ihr euer Training tracken könnt.
und mit mir auch Kontakt habt, ihr könnt mir Sprachmemos schicken, ihr könnt mir Videos schicken, wo ich eure Techniken dann kontrolliere etc. Also es ist wirklich ein 1:1 Coaching von mir mit dir. Falls du Bock hast, falls du Gains machen willst, let me know. Unten in der Beschreibung natürlich verlinkt. Und jetzt geht's los, Digi. Gains it in, motherfucker. Let's go. Sie. Ja, ich bin gerade am Trainieren. 110 Kilo Bank drücken. Aktuell 5x5. Ich wollte mich in Deutschland eigentlich steigern. Aber das bekomme ich jetzt nicht hin. Durch die ganze Reise, wenig Schlaf etc. muss ich erstmal langsam machen. Nicht, dass ich mich verletze, Digga. Ich habe mir ein bisschen mein Handgelenk angeknackst. Beim Scooter reinheben mit der Justine zusammen. Deswegen, keep it simple, keep it low. Ein bisschen Bank drücken. Push Day heute. Was ich sagen wollte, Kosten ungefähr hier im Evolve Gym. Ich muss sagen, die Gyms in Mexiko sind sehr teuer. 53 Euro im Monat. Was willst du machen? So ist es halt. Gym ist eine der wichtigsten Sachen. Da spare ich lieber woanders als beim Gym, meine Freunde. Jetzt gebe ich Gas. 110, 5x5. Danach noch Schulter und Trizeps. Auf entspannt. Ich werde nicht viel aufnehmen heute. Ich will durchziehen, fokussiert bleiben. Und ja, ich glaube, das war es sogar gewesen von diesem Vlog hier an der Stelle. Falls noch irgendwas passiert, schneide ich das noch mit rein. Falls nicht, küsse ich euer Herz. Be unique. Dabei ist alles. Bald dabei ist alles. One love. Nur Liebe raus nach Germany. Auch an die einzig wahre Love Gang. Kommt doch auf Twitch vorbei. Ich küsse euer Herz. I love you all. Peace. Alright, Freunde. Workout is done. Und die Freundin, die mir ein Interface bestellt hat, habe ich euch gar nicht im Vlog erzählt, glaube ich, ne? Mein Interface ist kaputt gegangen auf dem Flug. Wir haben irgendwie, glaube ich, die Tasche einfach so in den Flieger reingeschmissen und dann ist mein Interface kaputt gegangen. Deswegen konnte ich mit keinem guten Ton streamen. Aber sie hat mir gesagt, also ich war dann gestern hier bei ihr zufällig und die hat mir bei Mercado Libre ein Interface bestellt. Und das sollte jetzt angekommen sein. Das sind die Doggy Dogs von ihr. Bam. There we go, motherfucker. Interface it in, man. Jetzt kann es wieder losgehen. Regelmäßig wird gestreamt hier auch von Tulum. Nochmal, unten in der Beschreibung gibt es einen Link. Twitch, Leon Lovelock Highlights. Abonnieren, Kommentare schreiben, liken, supporten. Wir wollen dieses Jahr noch die 100.000 knacken, meine Freunde. Let's go.